Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder soweit. Neuer Tag, neues Glück. Wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört, bin ich wieder gut drauf. Meine Röstzwiebel-Leberwurstbrote stehen da. Ein schöner Pott Kaffee. Schlafsack lüftet. Und Wetter ist super. Ja, geradelt bin ich gerade auch schon, um mir die Leberwurst eben noch zu holen. Hatte ich gestern vergessen. Habe jetzt gleich ein bisschen mehr gekauft, damit es für die nächsten 2 Tage auch noch reicht. Jo, ich habe mir überlegt, dass ich gleich Richtung Cisma fahre. Habe ich gestern hier auf so einem Infoschild gesehen, da kann man ein Kloster sich anschauen wohl. Und alles Weitere ergibt sich wie immer unterwegs. Also, jetzt gut frühstücken, fertig machen. Ist ja noch früh, wie ihr sehen könnt. Und dann geht's los. Also bleibt dran. Bis gleich. Jetzt bin ich unterwegs. Geht hier über so schönen Radweg Richtung Cisma. Man hat ja hier so in dieser Region ein Riesenvorteil. Egal wie warm es wird, dadurch, dass immer so ein leichtes Lüftchen ist, empfindet man das gar nicht als so warm. Jetzt sind es heute Morgen aber erst 19 Grad. Und dann empfindet man das sogar noch als recht frisch, so mit T-Shirt. Kurze Hose ist okay. Aber mit dem T-Shirt, ja, kann ruhig noch ein bisschen wärmer werden. Ich habe zwar noch was zum Überziehen bei, aber da ich relativ entspannt hier mit 15 km/h fahre, ist das alles gut machbar. Jetzt kommt diese kleine Ortschaft Letzte schon vor mir. Ja, solche Sachen sieht man nur, wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Echt klasse. Schönes Anwesen. Ein bisschen runtergekommen, was so die Fenster und so angeht, aber scheint ja alles zu funktionieren. Sonst wird es nicht weiter genutzt werden. Das ist das Freizeithaus Lenster. Ja gut. Auch sehr schön mit dieser kleinen Allee hier. Ja, nette kleine Anwesen. Und da steht das erste Schild, Kloster Cisma. Ja, dann fahre ich doch mal hier rein. Jetzt geht's mitten durch die Natur. Echt klasse. Hier links von mir ist ein riesiges Erdbeerfeld. Aber leider schon abgeerntet. Zumindest die erste Charge ist schon weg. Hier geht's schön an so einem Kanal entlang. Und ansonsten, wie ihr sehen könnt, ist hier nichts weiter. Das Einzige, was man in der Ferne hört, ist ein Uhu. Und sonst nichts. Weltklasse. Und hier geht's schön über so eine vernünftige, befestigte Straße mitten durch den Wald. Oh Mann, heute meint's die Insekten gut mit mir. Obwohl ich meine Brille aufhabe, fliegen die ja, von rechts rein, von links rein, von unten, von oben, habe ich das Gefühl. Also ist heute schon reichlich Viech unterwegs. Überall so kleine Teiche hier, wo auch extra Hinweisschilder stehen, dass es hier unter anderem Ringelnattern, Blindschleichen und Eidechsen gibt. Ich bin jetzt hier am Cisma am Ortsrand angekommen. Erstmal hier so ein kleiner Abenteuerspielplatz für die Kleinen. Und dann diese kleinen Brücken, oder diese schon größer, die, glaube ich, zum Kloster rüberführt.
Ente gut, alles gut. Ja, und hier geht's jetzt tatsächlich zu diesem Kloster. Das scheint der Innenhof zu sein, oder zumindest der erste Innenhof, wo ich jetzt reingehe. Und hier steht, das kann man wieder gar nicht richtig einfangen, so eine Riesenkastanie. Und die Blüten, die duften so richtig süßlich. Also ganz toll, wer das kennt, weiß, was ich meine. Ja, hier geht man durch so ein kleines Tor zu den vorderen Gebäude. Und zu der Ansicht mit der Uhr. Ist jetzt alles ein bisschen eingerüstet hier, weil gerade renoviert wird wieder oder saniert. Aber hat schon was. Ich habe gerade entdeckt, dass man hier rein kann und sich das Ganze anschaut. Und da ist zurzeit eine Ausstellung Ofensetzen der Kunsthochschule Kiel. Ich hole mal eben meine Sachen, weil ich habe in der Fahrradtasche meine ganzen Schlüssel, Portemonnaie, Handy und so weiter. Das will ich nicht unbedingt hier draußen stehen lassen. Von dieser Seite kann man schön sehen, direkt unter der Uhr, die Glocke. Ich zoome das Ganze mal, aber die Sonne blendet mich jetzt so sehr. Ich glaube, man kann es jetzt ganz gut erkennen. Ja, das konnte man gut erkennen, sehe ich gerade. Wunderbar. Dann schauen wir jetzt mal noch die Nebengebäude an. Da sieht es aus, als wenn da auch noch was wäre, bevor ich dann reingehe. Ja, hier, das ist die kleine Ausstellung, nenne ich es mal, die man von der anderen Seite schon gesehen hat. Alte Öfen, die Kochkessel, Waschkessel, Waschbretter, eine Mangel. Und hier in den Gebäuden ist unter anderem hier das Deutsche Rote Kreuz untergebracht. Auf der anderen Seite war noch ein Kindergarten, die Freiwillige Feuerwehr. Aber jetzt geht's rein. Also momentan ist hier so eine Aktion, sagt mir die Dame gerade, dass man keinen Eintritt zahlt und sich trotzdem alles anschauen kann. Und wenn es einem gefallen hat, darf man gerne einen Betrag seiner Wahl als Spende dann hier lassen. Also die Räumlichkeiten sind sehr schön, sehr gepflegt, Böden überall. Die Ofenbauerausstellung, naja, ist auch interessant. Aber das Gebäude reizt mich mehr. Jetzt geht's in den zweiten Stock. Ich habe die Gewölbe jetzt mal über Kopf gefilmt. Ich hoffe, das wird was. Ah, so ist natürlich noch besser. Wenn jemand von euch noch die Gerüche kennt, die man so bei alten Häusern auf dem Dachboden hatte, so leicht staubig warm, genau so ist es hier. Ja, wenn man jetzt hier in den Kirchenteil reinkommt, wird als erstes dieses Bild gezeigt, wo drunter steht, dass das Benedikt
Benediktinerkloster Zismar 1238 gegründet wurde und während des Mittelalters zu den bedeutendsten Klöstern Norddeutschlands gehörte. Da waren 400 Jahre lang die Benediktinermönche drin und der Amtsmann von Zismar und danach der Landrat des Kreis Oldenburg in Holstein. Und im Chorraum, wo wir jetzt hingehen, befindet sich der um 1310 entstandene Flügelaltar, der bis heute noch existiert. Ach, ist leider abgeschlossen. Aber man erkennt es so ja auch. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen zu suchen. Ich muss jetzt hier leider durch die Glasscheibe filmen. Ich hoffe, ihr erkennt trotzdem alles. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Mir sagte gerade die Dame oben im Kloster, wo ich meine Spende abgegeben habe, dass man auch hier noch in einen Brunnenkeller kann. Da schaue ich jetzt gerade mal, wo das genau ist. Ich glaube, die zweite Tür hat sie gesagt. Nur die Frage jetzt, von welcher Seite ich komme, die zweite. Naja, wir werden sehen. Hier steht es auch, Brunnenkeller, Johannesquelle. Geht's da runter. Wie kühl das hier unten ist. Muss ein bisschen Kopf einziehen. Der Stammbaum vom Kloster Zismar. Über Lübeck, Braunschweig, Bursfelde, Corvey, Corby, Luxeuil und Monte Cassino in Italien dann. Hier sieht man noch so ein bisschen von dem Untergrund. Ach, und hier ist der eigentliche Brunnen, glaube ich. Ja, da steht auch das Wasser noch. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen können, dafür ist es doch zu dunkel. Die Quelle wurde übrigens im Jahr 1249 entdeckt bei Fundamentarbeiten. Ja, soweit so gut. Dann geht's jetzt wieder hoch an die Oberfläche. Dann gehe ich jetzt mal wieder zum Monti rüber. Ah, jetzt läuten die Glocken. Und schau mal, wo es mich weiter herführt. Weil das war ja eigentlich mein Tagesziel heute. Vielleicht mache ich auch gar nicht viel mehr. Mal schauen. Wie ihr wieder seht, bin ich an meinem Bulli angekommen. Pack jetzt eben die Satteltaschen bzw. Seitentaschen aus, die ich mit hatte. Und werde dann nochmal hochfahren zum Aldi und mir wieder so einen fertigen Salat holen. Bei dem Wetter ist das einfach Weltklasse. Der ist frisch, der ist kühl.
einfach ein bisschen Mozzarella dabei. Und schon hat man eine leckere und sogar relativ gesunde Mahlzeit. Jo, und so sieht das ganze Werk jetzt aus. Meine zwei Mozzarella, dieser frische Salat hier. Ich werde das Ganze jetzt zubereiten. Habt ihr das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesehen, brauche ich nicht zeigen. Und den lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Und was ich auch nicht vergessen darf, dadurch, dass ich jetzt wieder diese paar Tage hier hin kann, muss ich mich natürlich auch bei meiner Frau bedanken, die mir das alles ermöglicht. Weil die hält mir in der Zeit den Rücken frei. Das ist ja auch nicht zu verachten. Also dafür nochmal tausend Dank, dass du das so mitmachst mit meinem Hobby. Und ja, bist halt die Beste. Ich werde jetzt so eine kleine Runde drehen mit dem Rad hier Richtung Hafen. Und da mal auf diese äußere Umrandung gehen von dem Hafen. Da war ich noch nicht. Das habe ich das letzte Mal irgendwie verpasst. Also da könnt ihr gerne noch mitkommen. Ansonsten zieht es sich langsam ein bisschen zu. Aber die Fernsicht ist heute so übers Wasser besser als die Tage davor. Obwohl es so ein bisschen diesig wird. Hier beginnt dieser Steg am Yachthafen, der Südmolensteg. Das letzte Mal war ich ja schon hier, da an der Steilküste entlang und bin auch bis zu diesem Schild hier gegangen bzw. gefahren. Aber dann ging es mir ja erstmal um den Weg Richtung Neustadtgrub. Deswegen, jetzt wollte ich mal hier über diese Mole gehen und schauen, wie es von der anderen Seite so wirkt. Ja, und das Wetter, ne, innerhalb von ein paar Minuten, mehr oder weniger wieder strahlblauer Himmel. Echt klasse hier. Und so sieht das Ganze dann von der anderen Seite aus. Ist schon beeindruckend, was hier so steht. Aber das wäre nun wirklich nicht meins. Wie gesagt, so mit dem Kanu, Kajak, so über den See, aber so mit dem Schiff übers Meer, da bin ich dann doch zu viel Schisshase. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Wenn das solche Tagestouren sind mit dem Schiff, habe ich auch kein Problem mit eigentlich, aber nicht selbstständig über mehrere Tage, was da so ein paar ja durchaus machen, finde ich auch, dass die Anerkennung verdient haben, aber meins ist es nicht. Weil sonst müssen nämlich die da hinten kommen. Ich zoome das mal. Ne, und das muss ja nicht sein. Ja, auf jeden Fall so ein Hafenrundgang ist auch sehr schön. Guck mal, wer sich da gut gehen lässt, geschützt in der Sonne. Ja, so neigt sich auch dieser Tag dem Ende. Es kamen gerade schon so vereinzelte Tröpfchen runter. Und es macht auch so den Anschein, als wenn es heute noch was geben würde. Deswegen würde ich sagen, das war's für heute. Macht's gut. Und wahrscheinlich bis morgen.